Das ist der Lumea Essential von Philips. Bei dem Modell handelt es sich um BRI 863. Das heißt, man kann das Ladekabel hier nicht abnehmen. Es hat einen automatischen Hautsensor und dem Modell liegt hier eine Aufbewahrungstasche bei. Zum Lieferumfang gehört hier auch ein Benutzerhandbuch. Das ist sehr ausführlich und man sollte das auf jeden Fall lesen, weil neben Anwendungstipps wird darin auch beschrieben, in welchen Situationen und welchen Körperpartien man das IPL-Gerät nicht benutzen darf. Zum Beispiel darf man ein IPL-Gerät nicht als Diabetiker benutzen oder wenn man einen Herzschrittmacher hat. Und es gibt auch unterschiedliche Körperpartien, die man nicht behandeln darf, unter anderem halt auch Tätowierungen. Hier auf der Oberseite des Geräts befindet sich die Anzeige, auf welcher Stufe man sich befindet. Es gibt die Stufe 1 bis 5. Dann ist hier die Anzeige, ob man 100%igen Hautkontakt hat. Nur dann leuchtet dieses Lämpchen und man kann den Blitz auslösen. Das ist die On-Off-Taste und die große Taste ist hier zum Auslösen. Hier vorne befindet sich der Hautsensor und das Lichtfeld, mit dem die Blitze ausgelöst werden. Auf der Unterseite befinden sich ganz viele Luftlöcher, die man auch bei der Benutzung so wenig wie möglich verdecken soll, was teilweise aber schon ein bisschen problematisch ist, weil man das Gerät in der Regel so hält und dann ist schon ein großer Teil der Luftlöcher verdeckt, wodurch das Gerät halt auch schnell Hitze aufbaut. Wie gerade schon kurz erwähnt, hat dieses Modell einen automatischen Hauttonsensor. Dafür muss ich den hier einmal einschalten. Wenn ich ihn jetzt auf die Haut setze, scannt er den Hautton. Wenn hier alle fünf Lichter blinken, zeigt er an, dass er die Haut gescannt hat. Wenn ich hier jetzt drauf drücke, zeigt er mir jetzt an, dass ich auf Stufe 5 loslegen soll. Jetzt blinkt hier auch gerade die Ready-Lampe. Jetzt könnte ich auch theoretisch auslösen. Es gibt zwei verschiedene Verwendungsmodi. Zum einen kann man das Gerät immer vereinzelt ansetzen und die Taste drücken. Oder man hält die Taste gedrückt und zieht das IPL-Gerät langsam Stück für Stück über die Hautpartie und muss nicht immer wieder die Taste drücken, sondern der Blitz wird alle 2 Sekunden automatisch ausgelöst.